Willkommen in meinem Kunstatelier. Heute präsentiere ich euch mein Bild Hungriger Schmetterling. Für weitere Informationen über mich und mein Kunstschaffen empfehle ich euch einen Besuch auf meiner Webseite manuello.art. Das Bild Hungriger Schmetterling habe ich 2019 hier in Horb gemalt und es trägt die Nummer 827. Es ist 40 x 80 cm groß. Und ich habe mit Acrylfarben, Strukturpaste auf Leinwand gearbeitet und die Leinwand ist auf Keilrahmen aufgezogen. Wie man gut sehen kann, haben wir das Bild von der Rückseite betrachtet. Zudem ist der Rand schön elegant schwarz gehalten und die strukturierten Elemente am Rand sind um den Rand herumgezogen. Das Bild Hungriger Schmetterling stellt, wie es der Name schon sagt, ein hungriger Schmetterling dar. Aber nicht einfach irgendein hungriger Schmetterling, sondern einen abstrakten, intergalaktischen, hungrigen Schmetterling, der von Planet zu Planet fliegt, um sich an den feinen Lavendelfeldern zu laben und sich für zukünftige Taten zu stärken. Den Schmetterling sieht man jetzt besser von der Nähe. Hier sieht man gut den Schmetterling mit seinen Augen, seinen Flügeln und die Planete, zu denen er fliegt und an denen sich umschaut, ob es feine Lavendelfelder hat, was sich am Nektar laben kann und für seine zukünftigen Taten stärken kann. Oftmals ist seine zukünftige Tat auf der Flug zum nächsten Planet. Denn so von Planet zu Planet fliegen braucht viel Energie. Neben dem Bild Hungriger Schmetterling ist noch ein zweites Bild entstanden, und zwar das Bild Auf dem Mond tanzen. Während der hungrige Schmetterling von Planet zu Planet fliegt, tanzen die kleinen Tänzerlein auf dem Mond, der um die Planeten herumfliegt. Wenn man es hier gut sieht, ist der Mond gleich gearbeitet wie die Planeten beim hungrigen Schmetterling. Und auch die Farben sind ähnlich, da ich jeweils mit den Farben vom großen Bild beim kleinen Bild weitergemalt habe. Das kleine Bild ist auch mit Acryl auf Leinwand gemalt, aber die Leinwand ist nicht auf Keilrahmen, sondern auf einer MDF-Platte und sie ist mit einem Holzrahmen versehen und einem kleinen Ständerlein. Ich möchte jetzt gerne mein Bild Hungriger Schmetterling in meinem Kunstatelier besichtigen, so ist das gerne möglich. Einfach bitte vorher einen Termin vereinbaren, damit ich mir auch Zeit für euch einrichten kann. Außerdem kann das Bild natürlich auch auf meiner Webseite manuello.art gekauft werden, aber ich empfehle es immer, die Bilder in Natura zu betrachten, damit man auch die Wirkung richtig wahrnehmen kann. Das Bild ausströmt. Für Fragen zum Bild könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen oder mich direkt über manuello.art kontaktieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald in meinem Kunstatelier.